Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch kurz zeigen, meine neueste Errungenschaft, möchte ich mal sagen, was ich mir zuletzt gebaut habe. Und zwar ist das Anbaupalettengabel für Bagger. Im Hintergrund seht ihr mein Schweißgerät, damit habe ich das alles verschweißt. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine Palettengabel, herkömmliche Palettengabel, wie man sie kennt, bis eine Tonne Tragkraft. Die habe ich gebraucht bekommen. Sieht man hier, da hat schon jemand mal Löcher in die Zinken reingebohrt. Die habe ich so gebraucht bekommen mit dem Gabelträger. Die war von einem, ja, von einer Schnellkupplung, von einem Drecker. Möchte jetzt hier nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist so eine, ist keine Euroaufnahme soweit. Ich weiß, es ist so eine alte, ja, so eine Frontlader-Schnellwechseleinrichtung eben. Ja, da habe ich die gebraucht genommen. Diese Laschen habe ich mir lasern lassen, die habe ich von einem Betrieb bekommen. Mache ich jetzt keine Schleichwerbung, wer das Logo erkennt, kennt den Betrieb, die mir die zur Verfügung gestellt haben. Die haben mir auch diesen Adapter hier zur Verfügung gestellt. Das ist eine Festanbauaufnahme für einen Atlasbagger, da soll die Palettengabel drankommen. Und hier oben drauf habe ich einfach eine 12 mm S355 Startplatte draufgesetzt. Die beiden Laschen, wenn man von hinten guckt, ich hoffe, ihr seht es, die beiden Laschen mittig ausgerichtet und unten noch ein Versteifungsblech eingesetzt und oben das eben so verschweißt, dass man da durchschrauben kann. Es sind jetzt hier nur vier Schrauben M16 in 10.9 drin. Das habe ich ausgerechnet, das reicht auf jeden Fall, da die nur für eine Tonne zugelassen ist, diese Gabel. Und hiermit auch nicht, ich drehe es mal so, hiermit auch nicht viel schwerere Lasten gehoben werden. Ja, und die kann ich eben hier oben dann verstellen, weiter nach außen. Also so das geringste Maß, was möglich ist. Das ist natürlich hier jetzt in dem Fall durch den Umbau begrenzt. Ich kann nur bis an die Laschen rangehen, mit der engsten Einstellung. Damit kriege ich Europaletten dann längs gegriffen quasi. Und wenn ich ganz weit auseinander gehe, kriege ich alle möglichen anderen Palettengrößen. Ja, und hier habe ich einfach dann, wie gesagt, vier Bohrungen mir angezeichnet und durchgebohrt. 10 mm durchgebohrt und den Rest mit meinem Plasmaschneider größer gebrannt. Ist ein bisschen ausgefranst, aber recht ordentlich. Kann man dann noch mit der Feile nacharbeiten, dass das passt. Ja, also diese Seitenlaschen, wie gesagt, und die Kopfplatte habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Habe mir das vernünftig ausgerichtet alles. Hier unten, also die Seitenlaschen zum Träger, zum Gabelträger, habe ich hier unten, da ist ein bisschen dick, da war der Vorschub ein bisschen hoch, die beiden Decklagen, das ist dreilagig verschweißt, hier oben und hier drüben natürlich auch, umlaufend. Und hier unten die Platte, die ist von der Rückseite einlagig geschweißt und hier nur geheftet und die Oberplatte ist komplett einlagig geschweißt. Dann alles gelb lackiert. Genau, hier sieht man auch von der Seite nochmal hier einlagig verschweißt. Das täuscht jetzt hier vom Licht her. Also das ist komplett durchgehend einlagig verschweißt. Ja, und so kann man sich mit einer Palettengabel, die kriegt man natürlich, wenn ihr sowas nachbauen wollt für euren Bagger, sowas kriegt ihr gebraucht in recht gutem Zustand auf Kleinanzeigen oder bei eBay oder ihr kauft es natürlich neu. Oder was natürlich auch geht ist, würde ich aber nur hier empfehlen, bis eine Tonne. Danach gibt es dann FEM2 und FEM3 Gabelträger, also 2,5 Tonnen und bis 5 Tonnen. Die sind dann richtig aus Schweißkonstruktion. Das hier ist natürlich noch ein Brennteil quasi. Das müsste hier 20er Vollmaterial sein. Also den könnte man sich natürlich auch, ja, selber brennen, wenn man so gut brennen kann, dass das passt, oder brennen lassen und dann nur die entsprechenden Zinken bis eine Tonne aufschieben. Und hier hinten, statt zum Laserteil, kann man sich natürlich einfach Dreiecke oder Vierecke reinsetzen. So ein Laserteil sieht natürlich wesentlich schöner aus. Vielen Dank dafür, dass ich das zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und eine Deckplatte, einfach eine rechteckige Platte aufgesetzt, vernünftig verschweißt, dann Löcher gebohrt. Und dann kann man das natürlich so nehmen.
Ich kann natürlich keine Gewähr dafür tragen, wenn ihr das so nachbaut, dass das bei euch hält. Ich kann natürlich nur für meine eigenen Konstruktionen, Verschraubungen und Schweißnähte, dass die Gewähr tragen, aber ich möchte euch einfach zeigen, wie ich das gemacht habe. Ja, das habe ich mit dem Gerät verschweißt. Kann ich gerne ein bisschen Schleichwerbung für machen, dann bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Das habe ich verschweißt mit, also das ist ein EWM-Gerät, 300 Ampere, MAC-Anlage, MIG-MAC-Anlage. Das habe ich verschweißt, die Einstellung stimmt jetzt nicht mehr, ich glaube mit Stufe 10, also nicht Volllast, Stufe 10 und einem Vorschub, der war irgendwo zwischen 8 und 12. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das Gerät werde ich noch in späteren Videos immer wieder nutzen. Also mit der Anlage bin ich sehr zufrieden, das hier nur am Rande. Ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Video.